Weil Welt 8 ist wirklich so, wie ich gesagt habe, einfach nur durchlacken. Ja, wir haben Welt 5 geschafft. Hey, große Freude. Super, ja. Es ist mal wieder ein total unproduktives Wochenende bei mir. Ich hasse sowas. Ja, du machst Sachen und du merkst einfach, wie du keinen Fortschritt kriegst. Sei es jetzt mit dem LPen oder so. Ich habe sowas von nichts gemacht. Ja, eigentlich hatte ich... Ich habe diesmal das erste Mal volle Hausaufgabenwoche. Das heißt, in 4 von 4 Modulen Hausaufgaben. Und die müsste man natürlich auch alle machen. Ne? Und clever wie ich bin, habe ich zwar jetzt am Freitag 2 von 3 angefangen, 2 von 4, aber natürlich nicht viel mehr, ne? Und angefangen heißt in Physik halt auch immer, du probierst dich dran, aber ob du zu einem Ergebnis kommst, ist manchmal echt ein bisschen zufällig. Manchmal sitzt du eine Stunde dran oder sitzt 2 Stunden dran und kommst kein bisschen in deinen Überlegungen weiter, beziehungsweise probierst 3, 4 Sachen, merkst aber, das wird nichts. Sowas gibt's durchaus manchmal. Und an anderen Stellen sitzt du eine Viertelstunde da und löst alles, als wäre, keine Ahnung, als wäre es das Einfachste der Welt. Das ist manchmal echt ein bisschen Lotto, wie die Hausaufgaben ausfallen. Aber das Gute ist, wenn du 4 Hausaufgaben auch hast, kannst du davon ausgehen, dass, ja, egal was du machst, immer eine dabei ist. Eine dabei sein wird, die relativ schwer ist, eine dabei sein wird, die du relativ schnell über die Bühne kriegst, dann eine dabei sein wird, die so halbwegs geht. Das ist halt einfach statistisch so. Und meistens ist es dann auch so, weil wenn du 4 Stück nimmst, dann ist es wahrscheinlicher, dass die Statistik sich bei den 4 bewahrheitet, als wenn du jetzt nur 2 hättest und sagst, die eine muss schnell gehen und die andere muss langsam gehen. Gut, ich glaube, ich hatte auch schon mal... Oh, cool. Ich glaube, ich hatte auch schon mal Tage, an denen alles irgendwie beschissen war. Aber dann auch andere Tage, wo alles gut war. Das ist dann meistens am Anfang vom Semester, wo man noch keine schwierigen Sachen macht. Hier könnte man allerdings wirklich ein Leben zusammenkriegen. Hier sieht man das ja ganz gut. hier lohnt es sich auf jeden Fall, auf die Münzen zu gehen. Und die Ranke, dass ich die gefunden habe, war auch mehr ein bisschen Zufall als alles andere. Boah, macht er das gut! Habe ich jetzt alle bis auf die eine Münze hier mitgenommen? Das würde ich ein bisschen krass finden. Naja, Leben haben wir. Das ist das Wichtigste. Nicht nur eins, ne? Also, macht Sinn. Ja, es ist halt wieder ein bisschen dieses Wochenende so, dass ich angefangen habe eben mit Hausaufgaben, die mir nicht so gut lagen. Und das, was ich in Physik auch immer richtig schlimm finde, vor allem in theoretischer Physik, du kriegst da ja immer so Angaben, ja, was weiß ich, was wir jetzt dieses Mal hatten, irgendwie ein dünner, langer Stab mit der Länge L oder so, und da soll man dann das elektrische Feld von ausrechnen, mit einer Feldlinie, Ladungsdicht und so, das kümmert jetzt auch gar nicht so. Wieso habe ich die Münzen jetzt nicht mit? Egal. Ich hinterfrag's mal nicht. Da hätte ich mal lieber oben lang gehen sollen. So, da gibt's immer solche Signalwörter, die dir was sagen sollen. Zum Beispiel, wenn er sagt, ein dünner Stab, dann sollst du annehmen, dass dieser Stab unendlich dünn ist, weil du keine Angabe darüber hast, wie dicker ist. Und wenn du allerdings sowas hast wie Länge L, dann heißt es, dass er eine endliche Länge hat. Und solche Signalwörter, die musst du vor allen Dingen, wenn du Studium anfängst, erstmal lernen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also finde ich zumindest nicht. Also ich finde, viele Fragestellungen bedürften einiger weiterer Erklärungen, so gerade in theoretischer Physik bei uns. Und das ist was mich gerade auch ein bisschen fertig macht, zumindest jetzt bei den Hausaufgaben zum Beispiel. Und ja, selbst in Experimentalphysik ist es jetzt dieses Semester so, das war vorher nie so. Dieses Mal hättest du halt auch was gehabt, wo du eigentlich mit einem ziemlich großen Aufwand hättest berechnen müssen. Aber man soll eine Vereinfachung treffen, die man ja nicht gesagt bekommt, sondern wissen soll, dass man diese Vereinfachung machen soll. Ich weiß zwar nicht, woher man es wissen soll, aber man soll es wissen. Und dann stelle ich mir echt die Frage, warum? Also zum Glück ist es so, dass in Klausuraufgaben das meistens eindeutiger ist. Und da kannst du ja auch immer Leute fragen, die das dann sagen, weil solche Begriffsklärungen sind dann auch wieder immer eine andere Sache als... Ja, aber in Hausaufgaben, wow, ich glaube, die machen das teilweise sogar absichtlich, damit du halt erkennst, wo du Vereinfachungen treffen kannst.
Und damit du, wenn du sowas wirklich mal später machen musst in einem Beruf oder so, damit du halt weißt, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt hier ein Werkstück, das ist ziemlich lang und dafür dünn, dann mache ich halt einfach so eine Vereinfachung und dann bringt mir das was. Ja. Ach ja, ne, jetzt wird's schon lustig, weil jetzt macht er schon seine Hämmer. Ach du Scheiße. Ja, jetzt wird's wirklich lustig. Am besten, also die einzige Möglichkeit, die ich in dieser Burg hier sehe, ist Pilz behalten bis zum Ende. Und dann hast du eine Möglichkeit, aber ohne ist es schwierig. Du brauchst halt am Ende Reaktion. Du kannst immer unter Bowser durchlaufen, aber dafür brauchst du eine ziemliche Reaktion, die ich, wie ich weiß, nicht habe. Und das ist schade. Oh, wenn ich da jetzt getroffen worden wäre von, dann hätte ich ein bisschen geschrien. Und hier gehe ich einfach drüber, ist mir egal, komm, Pilz. Wer braucht einen Pilz? Toll, Welt 6 jetzt wieder im First Try geschafft. Ist ein bisschen unbalanced, wie ich finde. Also ich glaube, Welt 5 ist echt schon ein bisschen krasser. Welt 7 weiß ich jetzt gar nicht so, aber ich glaube, Welt 7 ist auch gar nicht so schwer. Aber Welt 8 könnte nochmal hart werden. Und dann war es das Spiel ja eigentlich auch schon. Ein LP in einer Session. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen will. Vielleicht mache ich vor Welt 8 nochmal eine Pause. Mal sehen. Aber ich denke, Welt 7 machen wir auf jeden Fall noch. Mal gucken zumindest mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, ich lasse mich mal drauf gehen, damit wir wieder unsere 5 Leben haben. Ja, solche Vereinfachungen. Ich finde es schwierig, dahinter zu kommen. Aber ja, wahrscheinlich ist es auch ein Teil, der zur Physik gehört, dass du solche Vereinfachungen eben selbstständig treffen kannst. Ohne dass dir jemand sagt, ja, dieser Stab ist so dünn, dass du ihn als unendlich dünn annehmen kannst. Ja, und das hat, ja, sowas kann aber bei den Hausaufgaben echt dazu führen, dass du versuchst, es halt richtig zu rechnen. Also so, dass du, ja, jetzt in diesem Beispiel dem Stab eine Ausdehnung gibst und, ja, sowas, so dann halt weiterrechnest. Aber das kann natürlich, oh, ich finde das jetzt gar nicht so einfach hier. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, das kann eben dazu führen, dass du denen eine Ausdehnung gibst und sobald du anfängst, mit so einem Scheiß dann weiterzurechnen, läufst zwangsläufig so. Das war knapp. Will ich jetzt? Ich glaube, ich will den Fragezeichenblock gar nicht triggern. Boah. Diese Kanonen, ey. Ich wäre eigentlich schon 50 Mal draufgegangen, glaube ich, wenn die Hitbox hier nicht so komisch wäre. Aber egal. Ich kann mit leben. So, spring mal einer hoch, bitte. Boah! Okay, die Hitbox meint's echt gut mit mir, wie ich sehe. Also, ist ein bisschen Glück, was ich gerade habe. Nur so ganz klein bisschen. So, gibt's hier jetzt noch irgendwas? Oh Mann, hätte wenigstens mal einen Pilz da irgendwo reinpacken können. Aber ihr merkt auch, je später man jetzt, also je weiter man voranschreitet, desto weniger werden sogar die Power-Ups noch. Obwohl die schon in den ersten Welten nicht so ganz so großzügig gesetzt wurden, wie ich finde. Also Power-Up-technisch ist es hier echt ein nicht ganz so leichtes Spiel. Ja, das war geil. Du musst jetzt halt immer warten, bis die auf der Stufe sind, wo du sie treffen kannst. Ansonsten wird es ganz, ganz schwer, die zu erledigen. Draufspringen ist fast nie möglich, irgendwie. Ah. Gibt's hier nix? Ich kann schwören, hier wäre irgendwann mal ein Pilz gewesen. Wahrscheinlich hier oben. Oder? Wow. Ja, hier oben. Und den nehme ich dann auch mal liebend gerne mit. Ja. Da kannst du halt dran sitzen, dass du mit dieser nicht getroffenen Vereinfachung 1,5 Stunden rechnest und dann merkst, oh, jetzt wird's aber richtig hässlich und jetzt komme ich nicht mehr weiter, weil mir das mathematische Handwerkszeug fehlt, beziehungsweise manchmal auch jedem das mathematische Handwerkszeug fehlen würde, weil wenn du zu einer, ja, wenn du irgendwann zu einer Gleichung kommst, die man einfach nicht lösen kann, dann hast du ein Problem. Und ich meine, dafür gibt's ja schon ganz einfache Beispiele, ja, selbst in der Schule hast du ja schon von Lehrern manchmal gehört bekommen, gehört, dass es ja Gleichungen gibt, die man nicht lösen kann, analytisch. Und das fängt schon an bei Exponentialfunktionen. Ja, wenn du eine Gleichung hast mit einer Exponentialfunktion und einer linearen Funktion, dann kannst du die Lösung dieser Funktion nur logarithmisch bestimmen. Und das ist, finde ich, schon. Ja, sowas kommt schon auf ganz einfache Ebene vor. Und stell dir das jetzt nochmal vor mit ganz vielen hässlichen Sachen, dass du vielleicht in einer Gleichung dann eine Exponentialfunktion, eine Logarithmusfunktion und einen linearen Teil hast.
dann wird schon mal gar nichts, ja. Und wenn das dann noch mit irgendwelchen komischen Buchstaben passiert, dann wird schon mal dreimal nichts. Mhm. Ja. Also da kann man sich, denke ich, sogar schon als Schüler vorstellen, was ich meine. Na gut, wenn ihr noch keine E-Funktion gehabt habt, wird es wahrscheinlich auch schwierig. Aber Leute, lasst euch sagen, in der Mathematik kann man nicht alles genauestens bestimmen. Dafür gibt es dann andere Methoden, mit der man gerundete Ergebnisse bestimmen kann. Auch das ist ein faszinierendes Teilgebiet, wie ich finde, was ich aber auch noch nie hatte. Das ist dann Numerik. Numerik. Ich hatte eigentlich am Anfang vom Studium vor, Numerik zu nehmen, aber da mir Mathe ja zunehmend immer behinderter vorkam, habe ich mir jetzt in letzter Zeit halt gedacht, mein Gott, Numerik bringt dir jetzt auch nichts mehr. Ja, ist vielleicht auch falsch, weil ich denke, so eine Grundausbildung Numerik ist gerade für einen Physiker auch nicht ganz so schlecht. Damit du einfach mal lernst, wie man zum Beispiel, sagt euch jetzt vielleicht auch wenig, Differentialgleichungen annäherungsweise lösen kann. Ja, sowas dann einfach. So. Das fliegende Fischlevel ist aber auch ein bisschen bekannter. Die fliegenden Cheep-Cheeps hier. Sollte man auch kennen. Zack. Da 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 da. Welt 7-3 geschafft. Jetzt sind wir schon wieder bei Bowser. Also, ja. Manchmal hat man echt so ein bisschen persönliche Differenzen mit Welten oder Leveln oder was auch immer. Und das habt ihr jetzt in Welt 5 so ziemlich gesehen. Das war ein Paradebeispiel dafür. Zumindest wenn ich es jetzt hier in der Welt schaffe, schnell durchzukommen. Mitte unten? Mitte unten oben. Falsch. Mitte unten unten? Ja, Mitte unten unten war es, okay. Dann ist er hier egal. Nee, hä? Hä? Ich hab doch jetzt gerade das richtige Zeichen. Hä? Ah. Hier kriege ich jetzt das Düdel. Genau, und jetzt muss ich vielleicht mal nach ganz oben? Nee, ist auch falsch. Okay, dann unten, unten, Mitte. Ja. Ja, okay. Ne, unten und Mitte unten ist es auch nicht. Okay, unten. Nein, 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 nein. Mitte und dann oben. Und dann oben. Und dann unten. Nee. Also, sind wir jetzt hier wieder beim Lava-Gebiet. Ja, also hier muss man einfach nur durchrennen. So, jetzt glaube ich, hier war irgendwie ein bisschen sowas tricky, ist, dass man hier unten lang muss und dann hier nach oben. Nee, auch falsch. Okay, also hier war ich falsch. Dann vielleicht mal mittig probieren beim nächsten Mal. Sowas muss man sich jetzt einfach... Ja, das war clever. Boah, ich lebe sogar noch. Krass. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Dass das noch zählt. So. Hier unten. Und dann... Mitte. Ja. Und dann oben. Und dann nochmal oben. Ja, es hat funktioniert. Gut, jetzt sind wir nur noch bei 100 Sekunden und jetzt müssen wir hoffen, dass wir Bowser wieder im First Try packen. Diesmal wirklich vor ihn stellen und hoffen, dass wir unten drunter durchkommen. Boah, das war eng. Hart. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es direkt schaffe. Aber man lernt dazu, ja. Und man sieht da auch wieder, dass Bowser zu 99% daran schuld war, dass wir nicht schon früher die Welt 5 geschafft haben. Und damit haben wir dann schon 7 Tots befreit und ich glaube, wir machen jetzt Welt 8 einfach noch. Komm, wir hauen einen raus hier. Wir hauen raus. Wir haben's doch, oder? Ja. Ja, also ich weiß nicht. Gefällt euch das Spiel hier? Kennt ihr? Habt ihr selbst schon mal gespielt? Kennt ihr's? Das wären ja alles so Fragen, die man sich durchaus mal stellen kann. Ich glaube, wir lassen uns direkt mal... Ja. Wir holen uns die 5 Leben, komm. Ich meine, gut, mit 75 Münzen hätten wir auch so direkt wieder 4 gehabt. Ach, egal. Jetzt haben wir uns schon angefangen. Also, wenn man einmal anfängt, sich zu töten, dann muss man es auch durchziehen. Das sehe ich auf jeden Fall so. Naja. Eine andere Sache. Ich habe ja... weiß ich nicht. Habe ich es erzählt? Ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt. Ich habe in letzter Zeit richtig gechillt bei Hering Lego City Undercover geguckt. Oh. Und ja, das Zugucken beim Spiel, das ist richtig entspannt gewesen und
ja, irgendwann im späteren Spielverlauf habe ich mir gedacht, boah, das kannst du auch eigentlich mal selber zocken. Jetzt nicht als LP oder so, das ist echt so ein Spiel, das kannst du, das ist gechillt zum Selbstzocken, finde ich, ja. Und deshalb habe ich mir das, boah, Sprite Lags, zu viele Gegner auf dem Screen. Ja, und aus dem Grund habe ich mir das dann eben mal bestellt. Ja, und jetzt ist es angekommen und ich denke, heute Abend würde ich es dann das erste Mal auspacken. Vorher aber noch ein bisschen Hausaufgaben angehen, weil, ja. Ist auch immer ein bisschen blöd, gerade bei den Hausaufgaben, wo wir jetzt eben noch beim Thema waren. Manchmal kriegst du halt, wow, im Tutorium gesagt, nein, das war dumm. Manchmal kriegst du im Tutorium gesagt, wo du diese, oder ob du, oder wie du diese Vereinfachungen zu machen hast. Und manche Tutoriumsleiter sagen es dir halt, manche nicht. Naja. Ja, das war sehr gut. Lass uns jetzt direkt wieder, ich glaube, wir können direkt wieder uns umbringen lassen. Weil das Lustige an Welt 8 ist, hier gibt es keine Checkpoints innerhalb der Level. Die Level sind relativ lang. Und dadurch, dass es keine Checkpoints gibt, darfst du halt auch nicht mal kurzzeitig schwächeln, würde ich fast sagen. Und Power-Ups können wir fast sowieso vergessen. Ich glaube, wir kommen jetzt durch die gesamte Welt 8 klein durch oder so. Naja. Ist aber auch nicht so wichtig. Ja. Wo war ich jetzt noch? Genau, Lego City Undercover werde ich heute Abend anfangen. Ich denke, ja, ich hatte auch Lust, das Ganze auf 100% zu machen. Das wird zwar eine halbe Ewigkeit dauern, aber wie gesagt, das kann man halt immer mal so zwischendurch reinlegen. Und mir fehlt halt aktuell so ein Spiel, was ich einfach mal für mich selbst spielen kann. Vielleicht auch mal, wenn man mit Leuten irgendwie im Skype-Call ist oder so, ja. Dass man dann einfach mal irgendwas auspacken kann, was man so gechillt, wo man nebenbei noch reden kann ordentlich. Und was man dann einfach mal rauskramen kann. Sowas fehlt mir halt aktuell. Und deshalb ist das Spiel, glaube ich, echt eine gute Sache. Und ich nehme auch mal an, dass ich damit viel Zeit verbringen werde. Vielleicht bietet sich das ja auch irgendwann mal an, das im Stream mal zu zeigen, kurzzeitig, wenn ihr Lust drauf habt, oder selbst mal zu spielen. Vielleicht auch nach der Story, dass man einfach mal so ein bisschen durch die Stadt gurkt und irgendeine Scheiße macht, während man dann ja, streammäßig ein bisschen was auf der anderen Seite hat. Ich glaube, bei 3 Leben lohnt es sich echt, sich umzubringen. Ja. Dass man sowas dann eben mal machen würde, lohnt sich, denke ich, durchaus. Aber muss jetzt nicht zwingend sein. Also könnt ihr ja vielleicht auch mal eure Meinung schreiben, ob ihr das gerne mal sehen wolltet. Weil eigentlich habe ich ja Stream-Programm relativ viel jetzt für die Zukunft. Soll ja mit Zelda noch weitergehen. Und mit Super Meat Boy. Und ich denke, insbesondere halt Zelda, wenn man dann noch denkt, dass ich, also bedenkt, dass ich noch andere Teile machen will, dann nicht nur wollte, sondern auch will. Dann kommt da schon einiges an Zeit zusammen. Und das ist schon ein ganz schön großes Programm für die Zukunft, ja. Naja. Ja. Und im Zuge dessen habe ich mir dann eben auch nochmal ein N64-Spiel bestellt. Nämlich das, was ich angesprochen hatte. Aber ja, wenn ihr es jetzt noch wisst, dann seid ihr gut. Wenn nicht, dann werde ich es jetzt nicht nochmal wiederholen. Weil ich denke, das werde ich definitiv auch irgendwann nochmal LP'en. Weiß nicht, wie schnell. Weil, wie gesagt, ich wollte jetzt erstmal ein bisschen auf Mario gehen. Aber vielleicht könnte man das ja mal zwischenschieben. Mal sehen. Wollen wir dann einfach mal abspekulieren. So. Gab's hier nicht irgendwas? Ich glaube, hier war irgendwo ein Pilz drin, aber den zu finden. Oh, genau in die Lücke rein. Das ist. Und dieses Level ist halt auch so lang. Das nervt ein bisschen.